Hey, are you there? I found the domed ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Shit. Where should I? Oh, fuck. Ich hätte die anderen Auto vielleicht vorher anrufen sollen. Ein Taucheranzug wäre jetzt echt geil, die hier überall den scheiß Wänden hängen. Aber man zieht sie ja nicht an. Ich meine, die Dinger sind ja nur ein paar Monate lang da völlig... What the hell? How is this possible? Naja, ich hatte bin einem Roboter begegnet, der sich selbst für den Karl hält und denkt, er hat menschliche Arme und Beine. Und ich stecke in einem Körper, der auf einem Pilotensitz gehockt hat, wie ich vermute. Und ich nehme an, einer der Taucheranzüge hat derjenige sich angezogen. Ich habe den halt nur nicht wahrgenommen. Na toll. Sieht auch nicht als wäre das aus, als wäre das Ding halt öffnenbar jetzt. Ich habe einen der Taucheranzüge an, Check. Oder ich bin auch nur einer von diesen dämlichen Wartungsdrohnen und nehme das nur nicht wahr. Und die jagen sich gegenseitig. Auch wenn mich der andere Roboter nicht als so einen erkannt hat. Also nehme ich an, dass ich trotzdem menschlich aussehe. Diese komischen Wachsungen sind offensichtlich doch draußen auch noch. Zeppelin-Transport. Das ist nicht sehr vertrauenserweckend, dass hier überall Fracht rumliegt, aber kein Zeppelin-Shuttle da ist. Oder der Zeppelin und der Shuttle sind zwei verschiedene Dinge. Das kann natürlich auch sein. Ein Intercom. Macht natürlich Sinn mit einem Taucheranzug.
sein. Ich habe eine spezielle Verbindungsmöglichkeit dafür, aber das sieht nicht so aus, als wäre dem so. Ich mag keine Abgründe und tiefen Gewässer, deren Grund ich nicht sehen kann. Komm in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The field. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shell of the Ox. Good luck, Amy. Rooting for you. Die Frage, die sich mir stellt natürlich ist, wenn Carl gestorben ist, liegt das vielleicht an diesem Implantat, das sein Geist übertragen wurde in den Roboter? Ich meine, er hat ja offensichtlich keinen gesteuert in dem Augenblick, sondern ist von einem angegriffen worden. Noch ein Wrackteil. Das sieht aber mehr nach Schiff. Oder nach dem aktuellen Zeppelin aus. Ist der gutartig? Ist der bösartig? Okay, ich würde sagen, der ist bösartig. Okay. Blind wie eine Blindschleiche. Okay, hätte ich rechts drehen müssen oder diesen Weg hier? Ich habe so ein unglaubliches Talent, manchmal in die richtige, falsche Richtung zu laufen. Sekunde, mein Kochtopf macht komische Geräusche. Okay, mein Essen ist zwar noch nicht so wirklich am Köcheln, aber zumindest wird es warm. Sag mir nicht, dass das eine Kampfdrohne ist. Epsilon. Ja. Das scheint die Shuttle-Station zu sein. Meine eigene Lampe ist das. Irgendwas pumpen die hier hoch, die Dinger. Öl?
wahrscheinlich diese optischen Störungen. Vielleicht nur, wenn einer von diesen blöden Robotern in der Nähe ist oder nicht. Ach! Es ist einer in der Nähe und der. Okay, leicht dämlich das Ding. Ich empfinde diese kleinen Dinger, ehrlich gesagt, wesentlich weniger bedrohlich als die anderen Roboter. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich hoffe, ich umgehe nicht irgendwie versehentlich irgendwelche Lore. Das ist das also, ein Schweißgerät. Ja, sie haben das Ding versiegelt also. Wow, ich habe echt nur dafür mitgenommen. Naja, als wenn ich einen Tauchanzug habe, kann ich auch eine Taschenlampe benutzen. Das ist natürlich logisch, oder? Ach, das sind Schienenfahrzeuge, die Shuttles. Jesus Christ! What the hell? Daumenlutscher. Ich nehme an, die Taschenlampe ist keine gute Idee, wenn man gerade von irgendwas gedingst wird. Oh, ein Tablet.
Gegenstände-Ticket. LG Spannseil, 250 Meter, Gefahrenbericht, Helper-Kit, 4 Stück, Auto-Inflator, 3-mal. Aufschlagergebnis. Fahrt aus 2 mm Aufschlagergebnis. Am Morgen des heutigen 12. Januar schlug der Komet Helios um 5.13 Uhr Ortszeit in den Pazifischen Ozean ein. Ach, also doch waren das 5.13 Uhr, einfach nur stumpf. Der Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurden. Alles deutet darauf hin, dass die Oberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzige Position von Pathos 2 hat unsere unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurden keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega. Was unter den umgegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Täter wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pathos 2 und damit letztlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze aus der Fokurelle, was wir noch mal haben. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. I'm guessing someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted a picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Schrauben locker. Ja, das Ding mit Kometen ist, wenn uns mal wirklich so ein Ding erwischen sollte, war es das. Ich meine, es wird einen großen Teil der Bevölkerung wahrscheinlich auslöschen, es wird einen ewig langen Winter geben und wir können uns wohl von unserem Sonnenlicht für eine Weile verabschieden. Ob die Menschheit das überlebt, ist natürlich fragwürdig, weil... Klar, Menschheit kann überleben, aber wahrscheinlich nur ein kleiner Teil. Gerade die ganzen Prepper, die sich irgendwelche unterirdischen Anlagen gebaut haben, haben eine hohe Chance zu überleben. Aber, naja. Da wir eine Planetspezies sind, ist unser Überleben nicht gerade gesichert, würde ich sagen, wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte. Oder wenn wir uns eine eigens gemachte Seuche einhandeln. Dann war's das, dann sind wir gewurstet. Was für ein zufälliger Tunnel hier doch entstanden ist. Was haben wir denn hier? Algen und leichter Wassereinbruch. Ist das eine externe Lunge? Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters of Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Warte, sie ist Amy? Man kann das immer schlecht sehen zwischen Charaktermodell und... Warum ist meine Interaktion mit ihr so extrem limitiert? Das ist ein bisschen irritierend, finde ich. Thank you.
Grundsysteme sind an. Gleise, Shuttle offline, Sicherheitssystem offline, Schrumpfhäuser und Reserven. Ich muss Shit, are you okay? Strom ist wieder an. Wartung erfolgreich. Amy tot. Anzünden kann ich sie nicht. Aber gut, wieder ein Grabstein. Und hier ist noch eine Buddel. Und für die einsamen Nächte noch ein... Ja. Ich gehe ja schon. Wieso habe ich das ein ungutes Gefühl gerade? Ja, Schnauze, Handy. Ich muss noch kurz in meinen Topf gucken. Verdammte Axt nochmal, das ist der Horror pur. Okay, zumindest es köchelt jetzt ordentlich. Das heißt, ich kann noch mal eine halbe Stunde drauf feuern. Oh, ausreden, danke, das Handy wieder aus. Ich gehe einfach davon aus, dass das alles viel schneller gehen würde mit dem Kochen, aber offensichtlich hätte ich von vornherein schon höheren Hitzegrad einstellen sollen. Man soll es auf niedriger Temperatur köcheln, aber wahrscheinlich muss man es erstmal zum Köcheln bringen überhaupt. Hier drin fliegen? Wie soll ich den Shuttle benutzen, bitteschön? Ach, wo? Da ist noch eine zweite Tür. Ich bin blind. Gleich viel sicherer. Flugbare Luftschleuser, Reparaturset, 2 Duplexpumpen, 1 Mehrzweckreiniger, 5 Ventilpakete, 10 Dichtungsringe, 1 Schlagschrauber, den hätte ich gerne, Flexibelrohre, 4 Stück. Nur die Adapter und Pavi, Flexibelrohre sind angekreuzt. Emergency Exit, das ist ja beruhigend. Shuttle J6 activated. Standing by. Und Pi sind im Arsch. Lambda sollte ich, ne?
sind nicht verfügbar. Aber die Kapsel sieht sowieso nur aus, so aus, als würde sie nur in eine Richtung fahren können. Nicht gerade sehr vertrauenserregend, der Tunnel. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. Ich meine, wenn das Ding mal liegen bleibt, kommt man hier überhaupt nicht mehr raus. Has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Natürlich ist das Gleis blockiert. Warum auch fucking nicht? Irgendwas hat den Tunnel durchbrochen. Also musste natürlich irgendwas sein. Es wäre auch so fucking einfach gewesen. Selbst Dead Space ließ mich mit Shuttles durch die Gegend fahren, ohne dass mich irgendwas angreift oder dass ich durch die Gegend geschleudert wurde oder das Ding irgendwo kollabiert ist. Zurück mehr für den Ort, würde ich sagen. Scheint, als würde das nämlich eine ordentliche Strecke zwischen den Anlagen sein. Simon. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for a suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Can I? You okay? Natürlich ist in dem Tunnel auch relativ nah an Station und dann so ein blödes Telefon angebracht. Touchy, touchy. Sucky, sucky. Wieso streckt er denn von sich aus schon den ganzen Arm rein? Das war eine gute Idee, war. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich diese Dinge anfasse, gibt irgendwas wirklich Wichtiges kaputt. Ich meine, diese komischen Wüchse sind offensichtlich auch auf meinem Taucheranzug. Ob das Teil des Taucheranzugs ist, dass der deswegen leuchtet, ich weiß es nicht.
go again.